Publisher, ein Gestaltungsbeispiel. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier einen Text dargestellt in Word mit einem Titel, einer Überschrift, zwei Spalten und zwei Bildern. Die Bilder habe ich so eingerichtet, dass der Textfluss quadratisch um das Bild herumfließt. Also könnte ich dieses Bild hier irgendwo hinstellen, so wie hier unten dieses Kind. Das Ganze möchte ich nun aber völlig anders darstellen, ein bisschen schöner. Und zwar soll es am Schluss so aussehen. Der Titel, der soll oben links stehen. Ich habe extra einen Zeilenumbruch eingefügt. Rechts davon ein bisschen Leerraum, das ist wichtig. Der ganze Rand links ist nicht nur 2,5 cm, sondern 3,5 cm. Dann habe ich hier oben ein Intro in einer anderen Farbe und der Text beginnt zuerst als Text, erst danach folgt eine Überschrift, dann habe ich eine Initiale, auch wieder zwei Spalten. Das Spezielle an dieser Spalte hier links ist, die Spalte ist mit weißer Farbe hinterlegt, sie ragt in das Bild hinein und die rechte Spalte, ja, die ist nur noch abgegrenzt mit einer Linie und die Linie berührt hier unten das Bild nicht und zum Schluss noch irgendwie einen Abschlusspunkt. Da könnte auch noch der Name der Autorin stehen. Legen wir los. Ich habe den Publisher gestartet. Man sieht sofort das ganze A4-Papier. Hier links habe ich eine Vorschau, die stört eher. Ich kann die komischerweise auch nicht kleiner machen, also gehe ich auf Ansicht und klicke hier den Haken bei Seitennavigation raus. Das brauche ich nicht. Ich füge nun einmal den Text ein. Ich habe den kopiert aus Word. Da ist er. Und ja, er ragt noch über das Papier hinaus, lassen Sie sich nicht verwirren dadurch. Und noch das Bild einfügen. Auch das ist jetzt irgendwo, und das ist das Spezielle an einem Layout-Programm. Man kann die Dinger, die man platzieren will, irgendwo mal hinstellen, auch neben das Papier, das gerade bearbeitet wird. Ich beginne mal mit dem Text. Ich stelle also den Text wieder hier auf das Papier. Ich mache mit Ctrl-Mausrad die Ansicht ein bisschen größer und ich hole dieses Du sollst nicht loben aus diesem Textfeld raus. Ich markiere das, packe das und lasse es da oben wieder los. Es ist sofort ein neues Textfeld entstanden. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wo soll ich das denn platzieren? Es wäre praktisch, ich hätte Hilfslinien. Und die gibt es natürlich. Ich plane mal im Voraus, wie das überhaupt dargestellt werden soll. Wenn Sie dieses Zeilenlineal hier nicht sehen, gehen Sie wieder zur Ansicht und klicken Sie hier auf Lineale, dann sehen Sie den Lineal. Und wenn der Lineal hier mal sichtbar ist, dann können Sie zum Beispiel links aus dem Zeilenlineal eine Hilfslinie packen und ziehe hier einfach mal eine Hilfslinie hier bei 3,8. Man sieht das hier oben. Dann bei 12 cm, da soll die nächste Spalte beginnen, also ich ziehe noch eine Hilfslinie raus, hier bei 12, so. Dann weiter unten soll der Text beginnen bei 6 cm, also ich packe nun ins obere Zeilenlineal und füge hier bei 6 cm wiederum eine Hilfslinie ein und noch eine Hilfslinie bei 9 cm oder vielleicht ein bisschen mehr. Da. Also, das ist so mein Plan und nun lege ich los. Im Moment ist die Standardschriftart noch auf Kalibri 10. Das will ich als erstes ändern. Im Startregister hat es hier Formatvorlagen wie in Word. Ich klicke hier drauf. Ja, ich will die Normalvorlage ändern zu. Rechtsklick darauf, ändern, sieht ja aus wie bei Word. Ich will hier die Schrift Century Gothic. Also, ich wähle hier Century Gothic, klicke darauf, die Schriftgröße 10, das lasse ich so,
Perfekt. Achtung, sobald ich hier OK klicke, ist das ganze Dokument in Century Gothic. Okay. Okay. Flutsch. Und das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Nun kümmere ich mich mal um das erste Textfeld. Ich ziehe das mal in die Breite, etwa so, und ich vergrößere diesen Titel richtig großzügig. Also hier größer, 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 20. Ja, es geht noch mehr, noch mehr. Ja, jetzt ist es nicht schlecht. Aber ich sehe, ups, es hat so rote Nägel erhalten. Das heißt, es hat nicht mehr ganz Platz in meinem Textfeld. Ich stelle das Textfeld noch ein bisschen weiter nach oben, hier zu diesen blauen Linien. Und ich vergrößere das Textfeld nach unten. Ja, und manchmal wäre es praktisch, man sähe diese Begrenzungslinien immer. Das geht hier unter Ansicht. Begrenzungslinien, ich kann die nachher wieder abschalten, die werden nicht gedruckt, aber beim Arbeiten ist das unter Umständen praktisch. Jetzt will ich aber, dass dieser Buchstabe hier diese blaue Linie berührt. Also ich klicke auf den Rand und mit den Pfeiltasten auf der Tastatur kann ich das nach links stellen, etwa so. Jetzt kümmere ich mich um das Intro. Ich will diesen Text hier wiederum als separates Textelement hier oben einfügen. Also ich habe das markiert. Diese Überschrift hier, das lasse ich noch weg. Ich packe diesen Text, ziehe den nach oben und lasse den nun wieder los. Es hat ein neues Textfeld ergeben. Ich stelle dieses Textfeld hier links hin. Die Form ziehe ich nun noch in die Breite. Das soll ganz nach rechts gehen. Und die Textfarbe, die will ich auch noch anpassen. Also ich will das nicht schwarz, sondern ich markiere mal den Text. Es erscheint hier diese kleine Werkzeugkiste. Ich gehe hier neben dem A auf den Pfeil. Ich ändere das zum Beispiel auf diese Farbe hier. Oder, Achtung, man könnte auch hier den Farbpicker nehmen. Das heißt hier Beispiel Schriftfarbe. Und dann zum Beispiel aus dem Bild eine Farbe holen. Das ist noch ein bisschen unschön. Es hat hier ein einzelnes Wort auf dieser Zeile. Ich drücke die Shift, also die Großschreibtaste und die Enter-Taste. Dann gibt es hier nicht einen größeren Abstand. Auch das Wir, das nehme ich noch nach unten. So, es kommt der nächste Schritt. Dieses Textfeld hier, das lasse ich mal so, aber das sollen ja zwei Spalten geben. Ich nehme mal hier diesen Seitennagel und stelle den genau hier auf diesen Rand. So. Und ich mache das Textfeld hier rechts auch noch ein bisschen schmaler, etwa so. Und jetzt ist ja alles weiß in weiß. Ich fülle mal dieses Textfeld mit einem hellen Gelb, dass ich besser sehe, von wo bis wo dieses Textfeld geht. Ich habe hier ein Formatwerkzeug und bei Fülleffekt nehme ich mal irgendwie etwas Helles. So. Wenn dieses Textfeld so rote Nägel hat, heißt das immer, es hat mehr Text als Platz. Dann erscheint auch hier unten so ein Überlaufventil. Ich klicke mal hier drauf. Dann erscheint ein nicht Farbkübel, sondern ein Buchstabenkübel. Ich leere den Rest hier mal ins Leere aus und ja, da erscheint es bereits. Ich stelle diesen restlichen Text wieder in die Nähe. Ich kann das jederzeit noch verbessern. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Bild hier unten. Mit Ctrl-Mausrad verschaffe ich mir einen Überblick. Ich hole das Bild mal in die Nähe, denn es soll nicht einfach so hier drin stehen. Immer das letzte Element, das man einfügt, ist über dem anderen, sondern es soll randabfallend sein. Also, hier links, das lasse ich mal so. Das soll genau bündig sein mit dieser Spalte. Aber es muss noch ein bisschen größer werden. Ich nehme den Ecknagel, ich blase das Bild auf, noch größer, noch größer. Und jetzt muss es mal in den Hintergrund verschwinden. Hier kann ich sagen, es soll mal ganz in den Hintergrund verschwinden. Genau, jetzt ragt nämlich dieses Textelement über das Bild. Ja, so geht's noch nicht, denn diese Person hier hat jetzt wirklich ein Brett vor dem Kopf. Also ich mache das Bild noch ein bisschen größer, mal sehen. Vielleicht so, das ginge. Aber ja, ich sehe, es ragt natürlich jetzt über das Papier hinaus. Ich schneide das Bild einmal zu bei Bildformat,
zuschneiden. Es erscheinen so schwarze Begrenzungen. Ich packe hier unten diese Begrenzung und ich stelle das genau wieder aufs Papier. Klick daneben. Das sieht schon ganz brauchbar aus. Klar, hier ist der Text noch nicht richtig gestaltet. Jetzt geht's an den Feinschliff. Ich gehe ganz nach oben zum Titel und ich möchte diesen Titel ein bisschen enger darstellen. Ich markiere den Titel, gehe hier bei der Gruppe Absatz auf Zeilenabstand, Zeilenabstandsoptionen und ändere den Abstand zwischen den Zeilen auf, ich klicke hier auf den Pfeil, 0,75. Ich schaue mal, wie das aussieht. Ja, jetzt habe ich wieder Platz erhalten. Und ich habe ja vorhin extra solche Hilfslinien eingestellt, also brauche ich die nun auch. Ich packe dieses Textfeld und stelle das so weit nach oben. Man kann auch mit den Pfeiltasten auf der Tastatur das präzise platzieren, sodass die Hilfslinie gerade unter der ersten Zeile steht, noch ein bisschen nach rechts, etwa so. Ich scrolle nach unten, ja, und auch diese Hilfslinie habe ich ja extra erstellt. Ich stelle dieses Textfeld hier nach oben, genau zur Hilfslinie. Und die Breite will ich auch noch gerade regeln, hier bei Format. Die Breite soll 8 cm sein. Dann das nächste Textfeld genau gleich. So, die Breite ist auch 8 cm. Jetzt hat es weiter unten ein bisschen Platz gegeben. Jetzt kümmere ich mich hier um diesen Teil. Fangen wir mit einem Beispiel an. Das brauche ich gar nicht, das lösche ich. Das soll nachher eine Überschrift werden. Ich lösche den Punkt. Ich markiere diese Überschrift, ziehe sie nach unten. Da soll die Überschrift stehen. Da möchte ich noch eine Leerzeile und die Überschrift soll größer werden. Ich markiere sie. Sie soll fett sein und eben größer, 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 größer. Und wenn es mal einen Zeilenumbruch gibt, dann kann man hier unten diese zusätzlichen Angaben einblenden. Das hier ist der Abstand zwischen den Buchstaben. Oder vielleicht könnte man auch die Buchstabenbreite selber vergrößern oder verkleinern. Ich mache mal den Abstand zwischen den Buchstaben bei dieser Überschrift ein bisschen enger. Vielleicht so. Und diese Extrazeile braucht es nicht. Aber etwas passt mir noch nicht. Hier, der Text geht ganz hart an den Rand, das möchte ich noch ändern. Ich mache einen Rechtsklick aufs Textfeld, Textfeld formatieren und ich stelle hier unter Textfeld noch die Ränder ein. Links möchte ich das nämlich auf 0 haben, oben ebenfalls auf 0, rechts möchte ich 0,3, also eben einen kleinen Abstand und unten, da möchte ich 0,5 cm. Okay. Und es hat hier nun einen kleinen Abstand gegeben, den brauche ich. Ja, und noch etwas ist passiert, jetzt sind es schon wieder zwei Zeilen. Ja, ich mache nun den Text ein bisschen kleiner. Ich gehe zum Startregister, ich mache den Text kleiner, 14 Punkte groß. Dann könnte ich das hier auch wieder ein bisschen erweitern, vielleicht wieder auf 100%. Weiter geht's mit der Initiale. Dieses S hier, das soll ja groß werden. Also, ich markiere das S, gehe zu Textfeld, Initiale, ich nehme keine vorgegebene Initiale, ich mache das benutzerdefiniert. Ich möchte nämlich, dass die Initiale über 3 Zeilen hinweg geht, also nicht etwa 4, sondern 3, den Rest kann ich hier so belassen, übernehmen, okay. Jetzt geht es noch um den Abschluss hier. Ich will hier nach Begreifen aufhören, ich mache hier mal eine Zeilenschaltung. Ja, ich gebe dem Text hier ein bisschen weniger Platz und verschiebe den Rest nachher wieder beim Überlaufventil auf die nächste Seite ins nächste Textfeld, aber ich höre hier mal auf. Ich füge noch ein Sonderzeichen ein, hier unter Einfügen, Symbol, und zwar möchte ich bei weitere Symbole bei der Century Gothic Schriftart ein Rechteck einfügen.
Ich scrolle nach unten, da gibt es nämlich ein solches. Ich nehme das hier, einfügen, schließen und gebe noch diesem Punkt eine Farbe, wähle die Beispielschriftfarbe und hole aus dem Foto eine Farbe. Hier aus der Stirn. So, das ist der Abschluss meines Textes. Zum Schluss füge ich noch eine Trennlinie ein zwischen den beiden Spalten hier. Also hier habe ich ja bereits bei Einfügen Formen. Ich nehme eine Linie und damit die nicht irgendwie schräg in der Landschaft steht, ziehe ich diese Linie so nach unten. Und wenn man die Shift-Taste dazu drückt, dann kann sie gar nicht mehr schräg stehen. Also Shift-Taste gedrückt halten. So, ich gehe nicht ganz nach unten, sieht besser aus, vielleicht bis hier. Ja, und sie ist noch viel zu fett, also ich gehe zu Form, Kontur, Stärke. Ich will da eine dünne Linie, ein Viertel, das ist gut. Aber jetzt klebt sie gerade hier an dieser Spalte. Das ist gar nicht schlecht, das will ich tatsächlich so. Aber ich will, dass die Spalte ja gar nicht mehr gelb hinterlegt ist. Also klicke ich in die Spalte und ändere den Fülleffekt diesmal wieder auf, nicht durchsichtig, sondern weiß. Klicke daneben und jetzt schalte ich auch mal diese Begrenzungsrahmen aus unter Ansicht, Begrenzungslinie weg, Ctrl-Mausrad, ich verschaffe mir einen Überblick. Ich glaube, das war's. Zum Schluss geht es noch ans Drucken. Ich sage hier unter Datei, Drucken. Achtung, hier beim Drucker muss ich bei den Druckeigenschaften auf randabfallend einstellen, sonst gibt es hier unten tatsächlich so einen weißen Rand. Druckeigenschaften. Aber das ist bei jedem Drucker wieder anders. Randloser Druck, jawohl, dann muss ich das Papier noch wählen und so weiter. Sie können sich das vorstellen, dann wird es randabfallend gedruckt. Wenn ich das Ganze aber als PDF speichere oder als PDF exportiere, exportieren, PDF, PDF-Dokument erstellen, dann ist es sowieso randabfallend und kann so natürlich auch in den Druck gehen. Das war's.